Jo Moin, im heutigen Video gibt es endlich die Top 5 Decks für Season 15. Ihr kennt das Format, jede Season oder am Anfang der neuen Season stelle ich euch die besten Top 5 Decks vor für die neue Meta für Season 15. Lasst gerne kostenlos ein Abo da, um keine weiteren Clash schreibe ich auf jeden Fall zu verpassen. Und denkt auf jeden Fall auch gerne an Code, Morden und Shop. Aber würde ich sagen, wir machen zu jedem Deck ein Game. Das erste Deck sollten viele von euch schon bekannt sein. RG, Baby Dragon, Lightning, Fischer, The Lord, Mega Min Skates, ein Deck, was vor ca. einem Jahr in der CL sehr, sehr oft gespielt wurde. Aber ist aber den Furnace noch drin. Bei der Furnace, ich denke nicht, dass die Fire Spirits wirklich unbedingt stärker geworden sind, sondern ich denke, dass der Furnace vielleicht damit zurück in der Meta ist. Der hat ja vor ein paar Seasons, haben die Gebäude allgemein Nerf bekommen, den Ofen sehr, sehr hart betroffen hat. Der Ofen wurde gar nicht mehr gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass der Ofen vielleicht in solchen Decks wieder funktionieren würde. Aber ich sage, Jungs, wir springen direkt ins Game. Let's go. So, Leute, sind wir erst im Game gegen Ekain, Leute. Ich würde sagen, wir geben das Good Luck und wir warten erst, was er spielt. Der spielt ein Backdrain plus Ballon. Okay, direkt rein. Wir müssen das Lightning. Sehr, sehr interessanter First Play Move. Wir sind hier noch am Beginn der Season natürlich. Da gibt es Decks, die vielleicht nicht so krass mehr sind, aber dieser Playstyle, der ist schon anders weird. Den können wir jetzt auf jeden Fall durchlaufen. Das ist optimal, sonst hätten wir King Tower machen können. Warte, sollen wir können auch King Tower machen? Ich glaube, wir können auch King Tower machen. Perfekt. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, es gibt ein Furnace. Wir spielen ihn lieber hoch und wenn wir ihn low spielen, könnt ihr mit dem Ballon hier an diesem Spot vorbei pushen. Das will ich jetzt nicht unbedingt, dass das passiert. Das heißt, Furnace hoch. Jetzt bin ich gespannt, was er machen wird. So. Er spielt den Fernding raus. Da können wir direkt mit AG punishen. Was hat er so? Hat er irgendwas, was wir locken können? Er hat die Minion Horde, okay. Nice to know. Aber warte mal, können die Fire Spirits nicht komplett Ehre machen? Ja, perfekt. Genau das wollte ich. Ihren Fire Spirits gibt es noch einen Baby Dragon nach hinten. Der Baby Dragon wird jetzt in der Lage sein, den Fernblicken perfekt abzuklären. Es gibt jetzt einen Mega Min einfach nur High auf das Ding. Okay, hätte ich vielleicht lieber sogar einfach das gleich loggen sollen, weil das Problem ist jetzt, dass ich nicht so viel gegen Ballon habe, aber ich habe den Ofen im Zeige. Das heißt, er wird jetzt nicht unseren Turm natürlich bekommen. So, wir haben schon rechts ein bisschen Damage bekommen. Er spielt bisher ein sehr, sehr baitlastiges Deck, würde ich sagen, mit Ballon. Ich dachte, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch einen Mega Knight hat mit dem Deck. Okay, vielleicht nicht mit der Minion Horde, aber. Es gab halt früher ein Mega Knight Ballon-Deck mit Spam, so. Okay, müssen wir Lightning, ist ein negativer Elixir-Trade. Aber was willst du tun, ne? Geht auf jeden Fall klar, Death Damage kommt ran. Aber desto länger es Game geht, desto besser sollten wir eigentlich Match machen. Weil soweit ich weiß, keinen großen Spell hat. Das ist bei manchen Decks so, dass sie keinen großen Spell haben. Und da sollte man einfach in der Lage sein, dann, wie heißt es? Wenn man keinen großen Spell hat, dass man einfach dann in der Lage ist, die Ofen zu cyclen. So, jetzt gibt es hier noch Furnace. Oh, der Baby Ding reicht ja nicht aus. Aber da, ja, der Fischer kommt. Nudel sie doch. Nudel sie doch, die Firecrackerin. So. Gibt den Mega Minion drauf. Und dann gibt es jetzt hier davor gleich den. Ah, hier, warte, ich spiele noch einen Baby Ding rein. Jetzt müssen wir noch gleich einen High Furnace spielen. Am besten noch sowas. Hoffentlich die Fire Spirits, die Minions noch abgehen. Das war ein smarter Ofen von uns. Der Gegner geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ich würde sagen. Ne, wir lassen es durch und spielen einfach einen Fischer nach hinten. Ich hoffe, die boostet sich auf die andere Seite. Yo, wir müssen jetzt loggen, müssen jetzt hier einen High Mega Min drauf spielen. Wir müssen jetzt das so spielen, müssen jetzt hier einen High Ofen gleich noch spielen. Oh mein Gott, er hat noch einen Klon. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Deck? Egal. Ofen überlebt sogar. Okay, dann spielen wir jetzt hier sogar den Kollegen rein. Weil, wenn er jetzt einen Fairdrink spielt, können wir den gleich direkt Lightning. Wir müssen warten erstmal, wir werden so lange warten, wie es nur geht. Und jetzt gibt es hier einen Lightning drauf. Jetzt geht klar, Skilly Sky. So nicht. No, okay, wir haben es gewonnen. Lightning drauf, wir gewinnen das Spiel sehr, sehr gut. Okay, es war nochmal knapp am Ende. Aber ich denke, es ist das Matchup an sich klar ging. Das einzig Nervige war halt dieser Ballon, weil wir irgendwie immer das Mega Minion auf das Skilly Bill gespielt haben. Haben wir nichts mehr gegen den Ballon und wenn wir das Mega Minion auf den Ballon spielen, haben wir nicht so viel gegen Steady Burber. Wenn wir es locken, haben wir nichts gegen den Kobold gegen. Also ein sehr, sehr interessantes Bait-Deck. Wir haben es gewonnen. Ah, ich würde sagen, Jungs, wir springen auch direkt zum zweiten Deck, was dieses Lockbait-Morte-Deck ist. Ihr kennt es alle. Unfassbar stark. Ich denke auch in der neuen Meta wird es dominieren. Vielleicht werden Zappies wieder gespielt. Feuer bei Cycle, immer unfassbar. Okay, dieses Deck ist einfach das beste Morte-Deck im Spiel und ich würde sagen, wir springen ins Game. Let's go. So, jetzt im nächsten Game gegen einen asiatischen Kollegen. Viel Glück an
ihn. So, starten und Spear Ghost an die Brücke. Ich spiele einen Ritter rein. Das gefällt mir. Dann würde ich sagen, okay, spiel sein Hacker. Da können wir auf jeden Fall eine Musketier antworten. Das Ding ist, selbst wenn er Poison jetzt darauf wirft, die Musketier ist so broken, wir trotzdem den Hacker killen. Okay. Goblin gegen Hai natürlich. Spielt noch ein Tornado. Okay, das finde ich natürlich ein bisschen interessant hier. Okay, schade, dass sie stirbt. Hätte ich natürlich lieber anders gesehen. Ich würde sagen, es gibt einfach mal einen Scaly Barrel an die Brücke. Er sollte jetzt keinen Tornado mehr haben, das heißt, er kann schon mal nicht einen King ziehen. Was sehr, sehr nervig ist für das Deck, wenn der Gegner King Tower aktiviert. Den Ritter rein auf jeden Fall, der Ritter solide. Dann würde ich sagen, wir counterpushen auf jeden Fall mit einem Minenwerfer. Jetzt bin ich gespannt, wer den verteidigt. Er bringt sein Bubble rein, hier gibt es auf jeden Fall eine Kobold Gang. Er spielt noch einen Poison rein. Und da er den Poison investiert, hat das Gefühl, er ist relativ low vom Elixir. Das heißt, wir können jetzt einfach mit einem Skeleton Barrel antworten. Ich weiß nicht, was er gegen jetzt hat im Cycle. Okay, er hat den Skeleton, er hat den Tornado. Okay, stark gemacht von ihm. Well played. War vielleicht nicht die richtige Entscheidung, so ranzugehen mit dem Skeleton Barrel, weil durch die. Wenn ihr es ganz nach links spielt, Pro Player wissen den aktivierten Spot, aber wenn ihr es in die Mitte spielt, ist es relativ einfach für die Gegner, den King Tower zu erwähnen. Ich habe ihn nicht gewusst, dass er wieder Nail im Cycle hat. Aber hat er gut gemacht, muss man ihm lassen, aber egal. Weiter geht's. Musketier wird eingesetzt hier gegen. Den Ritter. Der bringt das hier so rein. Hat er überhaupt schon wieder einen. Er hat nicht mal einen Poison im Cycle. Ihm fehlt noch eine Karte. Er muss ja seinen Skeleton Barrel Cycle. Sein Barrel Cycle. Und jetzt gehen wir davor auf jeden Fall mit Mortar so. Er kann sich doch nicht poisen. Er spielt jetzt hier sein Dings rein. Und ich sage, es gibt hier Spear-Gobs so geplaced. Die sind eigentlich ganz gut, weil die clean erstmal das Barrel und kriegen gleichzeitig gleich den Packer. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Musketieren high gespielt. Mortar high gespielt. Okay, es hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich es wollte. Skeleton Barrel reingeklatscht. Und das sieht jetzt eigentlich relativ gut aus. So, perfekt. Gute Damage hier bekommen. Jetzt den Ritter davor zum Tanken. Und ihr seht, sie gegen Graven hat er ja wirklich nicht so die Möglichkeit. Obwohl er die Nail dort, obwohl er die Scaling hat. Natürlich, wir haben Feuerball dagegen. Aber und obwohl er das Barbell hat. Jetzt auch den Iwis. Ich sage, gehen mit dem Scale Barrel rein. Das Scale Barrel ist nicht so broken wegen dem Damage, das es an sich tut mit den Scalies. Natürlich, das ist auch komplett krass in manchen Situationen. Es geht mehr darum, wie viel Damage wirklich die Dragons. Wie viel Damage wirklich die. Was sag ich schon, die Dragons? Wie viel Damage wirklich das Death Damage die Death Bomb macht. Ich kann gerade nicht reden, es tut mir leid, aber auf jeden Fall die Death Bomb bzw. der Death Damage ist halt extrem broken. Dann wir loggen hier einmal mal. So ein Barbell committen. Macht er nicht. Wir lassen es durch. Und das sollte jetzt eigentlich langsamer als gehen. Ich weiß ja nicht, wie er durchkommen will jetzt noch. Musketieren so broken. Ja, die Musketieren poison, kann er sein Grey nicht mehr supporten. Und er hat jetzt noch nichts. Er hat doch keine wirkliche Antwort, um das Scaly Barrel flawless zu killen. So, wisst ihr, er hat natürlich einen Eus so, aber der Eus ist halt nicht so nice. Weil dann kriegt er immer Death Damage. Das heißt, du kannst einen Feuerball werfen. Er muss einen Eus bringen oder einen Tornado. Feuerball kommt. Wir gewinnen das Spiel. Richtig, richtig nice. Also, dieses Deck ist wirklich OP. Es macht auch viel Spaß zu spielen, meiner Meinung nach. Und wenn du dieses Deck perfekt beherrschst, gibt es da wirklich wenige Matchups, die wirklich extrem schlecht sind. So, Jungs, Deck Nummer 3: Golem. Golem, Bomber, Nightwitch, Mega Minion, Mini Packer, Lightning, Arrows. Scanner. Das Deck wurde vor ein paar Meter auf jeden Fall schon mal gespielt. Ich glaube, nachdem der Bomber einmal einen Buff bekommen hat, ist ein bisschen aus dem Meta gefallen, aber ich kann mir vorstellen, durch den Bomber-Buff könnte dieses Golem. Man könnte sagen, dieses heutige Golem-Deck auf jeden Fall zurück in die Meta kommen. Und da würde ich sagen, wir machen Game. Ab geht's. So, heute sind wir im nächsten Game mit Golem Lightning. Good luck an ihn. Da bin ich mal gespannt, was er machen wird. Wir haben den Golem auf dem Feld. Wir können gleich den Golem auf dem Feld platzieren, würde ich zumindest sagen. Okay, er spielt eine. Das nächste mit dem Deck kann man eigentlich Golem First Play machen. Ich hätte es vielleicht mal machen sollen. Aber wir schauen mal, okay. Es gibt auf jeden Fall Mini-Packer nach hinten. Der Volgos zackt ganz schön hart gegen die Iskam. Ist mir gerade aufgefallen, okay, der Volgos ist vielleicht nicht so die niceste Karte. Okay, jetzt bin ich gespannt, was er machen wird, weil er hat auch die Warlocks. Das könnte nervig werden, aber das Problem ist halt, was ist das Problem? Das Broken ist halt, wenn der Gegner ein Barbell hat, das Skeleton Army wirklich so unfassbar viel Value bekommt. Wir haben letztendlich noch den Bomber gegen die Warlocks, also wir haben auf jeden Fall die solide Antworten in unserem Deck.
Wir können Bomber nach hinten spielen. Ein Bomber wahrscheinlich, ein Golem eigentlich schon. Und wenn er auf Opposite Lane Pressure macht, können wir eine Skarmy spielen, die er gleichzeitig noch verteidigen muss. Der spielt die Dings-Variante. Okay, dann hat er vielleicht einen Battle Ram. Auf jeden Fall gibt es direkt einen Gyllem. So, jetzt gibt es gleich eine Neidbestände, wenn der Golem hier so ist. Und ich würde sagen, es gibt einen Bomber. Bomber so. Macht hier einen guten Job. Und jetzt gibt es direkt die Neidbestände. Ich hoffe, dass die ja durch den späteren Bad Spawn, der vor ein paar Seasons hinzugefügt wurde, wird das auf jeden Fall klar gehen alles. Es geht auf jeden Fall klar jetzt. Wir gehen hier ein bisschen aggressiv rein. Natürlich, er kriegt jetzt auf der anderen Seite extrem viel Damage durch den Battle Ram. Aber ich glaube, das ist ganz okay für uns so. Oder? Hat er gut gemacht? Ja, okay, er kriegt unseren Turm halt nicht. Und er hat keinen großen Spell. Das heißt, es geht noch klar. Aber die Pumpe ist natürlich sehr, sehr nervig. Also werden die einfach mal feilen, weil wir dann gleichzeitig noch den Kollegen betreffen. Okay, jetzt brauchen wir einen fetten Push. Hat er extrem stark verteidigt. Okay. Ich glaube, Golem First Play hätten wir machen müssen. Jetzt mal Real Talk, es klingt zwar so dumm, aber mit diesem Deck Golem First Play ist eigentlich der beste Play, den du machen kannst. Okay. Golem nach rechts gespielt. Ich denke, dass wir den linken Turm sowieso noch bekommen. Okay, geht jetzt All-In auf der anderen Seite. Interesting hier. Jetzt wird auf jeden Fall ein Lütning. Den kommt wohl die positiven Elixir Trade. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir gleich Golem Brücke machen. Jetzt wird hier ein Dings rein. Dings hat ja keinen großen Spell so. Ich glaube, das kann ganz nice für uns sein. Okay, hier die Skate haben wir auf der anderen Seite spielen müssen. Ich glaube, jetzt haben wir verloren. Okay, schade. Hat er gut gespielt? Müssen wir mit leben? Hätten wir auf jeden Fall gewinnen können, wenn ich ehrlich bin. Das war auch nicht optimal gespielt. Ich habe das Deck ja noch nie gespielt, so. Es ist extrem reuig, wenn man dagegen spielt. Ja, ich hätte einfach, glaube ich, Golem First gemacht. Außerdem hätte ich damit gerechnet, dass er die Pump hat. Hätte ich gewusst, dass er die Pump hat, hätte ich es am Anfang anders gespielt. Deswegen hat er den Exil-Vorsprung hinbekommen. Aber ich würde sagen, Jungs, wir springen gleich zu Deck Nummer 4. Und Deck Nummer 4 ist Expo 3.0 normalerweise. Aber wir haben die Fire-Spirits durch den Buff anstatt des Eisbirds. Und ich würde sagen, wir springen direkt ins Game. Heute im Game gegen Nova Chengis. Okay, er startet direkt mit Skeletons. Mit Hawk meine ich an die Brücke. So, wir spielen Hawk Scans, haben leider kein Dessert im Cycle, ein bisschen unlucky, aber jetzt würde ich sagen, gibt es direkt den X-Bogen davor. X-Bogen kommt. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Er lässt ihn gerne mal connecten. Das ist nicht so der Lifestyle, den ich machen würde, aber muss er jeder selbst wissen. Was einer für einen Lifestyle hat. So, Skate ist dahinter. Hilfe, was spielt er schon wieder? Also, Early Season ist ein ganz, ganz schwieriger Hafen. Mega Knight, Bandit, Hawk, Voigos. Okay, habe ich nicht mitgerechnet, ich wurde komplett überrascht. Normalerweise X-Bogen wollte immer relativ defensiv spielen, so. Ihr wollt eigentlich immer Tesla stacken am Anfang. Ich hatte kein Tesla am Cycle, ich konnte es nicht machen. Ich gehe mit Hawk rein. Oh mein Gott, ja, okay. Okay, Bro. Okay, Bro, das war es mal wieder gar nicht. Das Game verlieren wir einfach, schade. Aber was ich eigentlich sagen wollte mit X-Bogen, ihr wollt eigentlich eher defensiv spielen. Ihr wollt Tesla stacken und dann wollt ihr hinten eure Archers zeigen. Und wenn der Gegner zum Beispiel einen Ritter nach rechts spielt, wollt ihr X-Bogen links machen. Ihr wollt immer defensiv spielen und auf den Gegner, auf den Fehler des Gegners warten. Klappt jetzt leider nicht, weil wir komplett reingecodet haben und weil wir einen schlechten Start hatten. Und weil der Gegner ein komisches Random Deck spielt. Aber ich denke allgemein, wisst ihr das, wie ich das meine? So, das war auf jeden Fall eine perfekte King Tier Activation, deswegen lassen wir das Game drin. Für die Confidence, sonst hätte ich es einfach rausgeschnitten, Kappa. Also was will ich natürlich nie tun, Jungs. Perfektes Dings geplaced. Und jetzt versuchen wir nochmal mit X-Bone reinzugehen bei 6 Elixier und hoffen einfach, dass er jetzt nicht die perfekten Antworten im Zirkel hat. So. Oh, der Jump, deswegen ist der dran, okay. Deswegen ist er tatsächlich dran. Können wir das Game noch comebacken, ist die Frage. Ich gehe zu Fire Spirits an die Brücke, einfach nur ein bisschen zu chippen. Er setzt das noch. Fire Spirits sind besser, um zu chippen und wir comebacken das. 1-0 für uns. Natürlich kriegen sie einen anderen Turm auch noch. Na, vielleicht können wir das Game jetzt hier noch comebacken. Das wäre auf jeden Fall broken. Die Frage ist halt nur, wie wir es bei 1-1 gewinnen, wenn wir auf den gleichen Turm gehen.
Weiß wird's rein. Okay, ich bin gespannt. Können wir das Game irgendwie noch gewinnen? Ich glaube es eher nicht. Aber wir versuchen unser Bestes. Never give up. So, Tesla rein. Skeletons rein. Bringen muss Tieren rein. Die wird, glaube ich, ja, lassen wir erstmal durch. Gucken, was er davor spielt. Er macht es tatsächlich. Tesla. Ja, es ist jetzt unsere letzte Chance, nochmal die Nudel zu schwingen, wenn wir es so auf gut Deutsch sagen wollen. Aber es sieht nicht so gut aus, weil der Mega Knight jetzt einfach alles abklären wird. Sad, but true. Nein, nicht den Hit bekommen. Aua. Ja, okay, haben wir leider verloren. Hätten wir auf jeden Fall gewinnen können. Der Start war nicht optimal, wie gesagt. Und ich wusste halt nicht, was das Spiel ist. Das Ding ist halt, am Ende, ich weiß, viele bei euch sagen, jo, ich weiß auch nicht, was der Gegner immer spielt. Meine Antwort geht nicht weiter. Aber ich gehe halt immer so von aus, so wenn wir jetzt über die Top 5 Decks reden, über Competitive Grand Challenges und so, natürlich, wenn ihr auf 4.000 bis 5.000 Trophäen seid, kann ich euch nicht wirklich sagen, was das beste Deck ist, weil es echt schwierig zu sagen, weil da wirklich so viel random Stuff rumläuft. Aber das sind für mich so die besten Decks, wenn ihr irgendwelche Competitive Ligen habt oder so, würde ich euch die Decks empfehlen. Und meistens wisst ihr dann halt, was der Gegner für Decks spielt. So Leute, dann gehen wir zu Deck Nummer 5. Das ist das Deck, was habe ich von Boss gesehen. Wildhawks, Rekruten, Magic Archer, Scale Drain, Snowball, Fischers, Epicycle. Sehr, sehr interessant. Und dann würde ich sagen, Jungs, springen ins Game. Ab geht's. Also im Game gegen Nova Shido. Die Glück an Nova Shido. Bin ich gespannt, was er machen wird. So, wir können natürlich, okay. Leider kein Fischer am Cycle mal wieder, man kennt's. Auf jeden Fall klar, es sollte nur ein Hit sein. Okay, nur ein Hit geht klar. Wenn er jetzt 2x6 spielt, würde ich das nicht so feiern, aber das geht auf jeden Fall. Glaube ich. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal nur Magic Archer rein. Gucken, aber den Feuerball. Feuerball kommt aber trotzdem sehr, sehr guter Damage. Okay, ich bin gespannt, was er tun wird. Ich bring mal die Royal Rekruten. Er lockt das. Okay, kann er gerne machen. Aber jetzt bin ich gespannt, wie er es verteidigen will, weil wir haben jetzt gleich die. Wir wollen irgendwie seine Musketieren ranfischen. Das Problem ist, dass es halt sehr, sehr nervig ist, von uns die Musketieren zu killen. Das Gute ist, er hat gerade keinen Icecore als Block. Die gute Skeletons. Ich meine, gute Snowball. Snowball ist eigentlich ein guter Heathspirit. Heathspirit ist immer eine broken Karte, by the way. Also wenn ihr sagt, yo, ich habe ein Heathspirit-Deck, ich habe Angst, dass er tot ist. Nein, Heathspirit ist immer auch genauso broken wie davor. Ein bisschen schlecht natürlich in manchen Situationen mit Baby Dragon zum Beispiel wegen der Range, um ihn hochzuheilen. Aber in den meisten Situationen ist er einfach immer noch komplett broken. So, man hat immer diesen hier. Geht komplett klar. Okay. So far, so good, I would say. Royal Recruits gespielt, würde ich sagen. Das sounds immer nach dem Plan, so wenn ich ehrlich bin. Zappy Split auf jeden Fall. Jetzt können wir gleich mit Royal Hawks Split vielleicht vorgehen. Oder wir spielen sogar alle auf eine Seite. Mal schauen. Das Ding ist ein Kollege Musketier nervt. Ich mag Kollege Muskeln. Ich würde sagen, jetzt mal Holwolox nach links. Hier, sein Dings ist draußen. Er bringt jetzt den Feuerball. Der Feuerball. Oh, der Heelsbird. So broken. So broken. Snowball auf die Skeletons. Das ist so viel Damage, den wir hier bekommen. Ganz, ganz wichtiger Damage auch. Ganz, ganz wichtiger Damage auch. Ich würde sagen, es gibt einen Fischermann like that. Das heißt, ich zurückzukommen. Ich hoffe, der bekommt noch einen Hit. Das kann sogar sein, dass er zwei jetzt bekommt. Ja, zwei jetzt leider. Okay, bringen wir den Kruten nach hinten. Aber es geht auf jeden Fall klar, so. Eis geht wieder aus dem Cycle raus, das heißt, jetzt wieder keine gute Antwort, um die Kollegin Musketieren zu protecten. Ich sage, es gibt Magic Archer so, gucken, ob er das noch alles mit Feuerballen kann. World Hawks so gespielt, okay, er trifft nicht mal irgendwas mit. Krass, gutes Lock von ihm. Musketieren kriegt jetzt so viel Value leider. Schade. Nächste Musketier auf dem Feld, jetzt wird es langsam eklig. Hier rein in die Spiele. Der
wie die Cannon rein. Die Cannon ist natürlich sehr, sehr nervig für uns. Ja, lockt das, die kriegen natürlich ein bisschen Damage. Aber jetzt auch nicht der Turm, den ich unglaublich unbedingt Damage bekommen will. Recruits kommen rein. Nova kommt rein. Sollte kein Damage sein. Das ist auch ganz extrem wichtig gerade so. Das Ding ist, er spielt seine Musketin halt nicht so bad. So. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich schon wieder das machen. Jetzt wird er gleich wieder ein Feuerball bringen. Er lockt das. Er lockt das. Er ist relativ low on Elixir und die Musketieren stirbt auch noch. Okay, das ist wichtig. Ich bringe jetzt hier so rein. Snowball die Olga. Er muss jetzt einen Feuerball bringen. Er trifft nicht alles. Der ist dran. Wenn er jetzt einen Eiskunst spielt, können wir Magic Archer bringen an die Brücke. Machen wir auch direkt. Magic Archer ist dran. Magic Archer finisht das Game, glaube ich. Ja, das sollte eigentlich das Game sein. Also wir haben eigentlich jetzt schon gefühlt gewonnen. Wir Snowball jetzt die Olga kurz. Jetzt hier Seppis rein. Ein Wallhook brauchen wir, um wir gewinnen das Spiel. Wenn ihr keine weiteren Clash Royale habt, was ihr auf jeden Fall passen wollt, das denkt einen Daumen nach oben, dann lasst ihr ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, nächsten Stream, denkt der Creator Code One Shop. Haut rein. Danke fürs Zuschauen.